Moin Moin. Sie haben den Ziel 695 gemietet und wir machen jetzt hier die Einweisung. Wir fangen außen an und arbeiten uns nach innen durch. Als erstes Tankklappe, oben Diesel in Verbindung mit dem Zündschlüssel, unten AdBlue. AdBlue wird im Display angezeigt, falls erforderlich. Und dann sollte man bei dem nächsten Tankstopp mit tanken. Dann haben wir hier als nächstes den Wassereinfüllstutzen in Verbindung mit diesem kleinen ovalen Schlüssel. Aufschließen, Schlauch rein, Wasser laufen lassen, bis es voll ist. Hier ist der 220 Volt Anschluss. Benötigt ein spezielles Kabel. Dieses spezielle Kabel ist hinten in der Garage, kommen wir gleich zu. Dann haben wir hier den Toilettenschacht. Da ist die Fäkalienkassette drin. Ganz einfach zu bedienen. Diese kleine blaue Zunge anheben, rausziehen. Jetzt braucht man ihn noch nicht mal mehr tragen, sondern kann den hinterherziehen. Zum Entleeren einmal den blauen Stöpsel abdrehen. Diesen blauen Knopf drücken, dann kann man sie entleeren. Falls die Kassette sich mal nicht rausziehen lässt, dann ist der Schieber nicht ganz dicht. Schieber zeige ich dann gleich von innen. Hier in der Heckgarage haben wir dann die Adapterkabel, Warnweste, Warndreieck, Verbandkasten, Kabeltrommel, Reifenreparaturset, falls erforderlich. Die Auffahrkeile sind in der roten Tasche. Das silberne da hinten sind dann die Thermomatten für die Frontscheibe und für die linke, rechte Seitenscheibe. Außerdem haben wir hier noch die Markisenkurbel, um die Markise ausfahren zu können. Garage ist dann von beiden Seiten erreichbar, links, rechts Tür. Und jetzt gucken wir mal die Markise aus. Die wird dann so weit ausgekurbelt, dass man mit der Hand an diese Blende kommt. Und dann nimmt man die Füße raus, schiebt den Fuß nach außen, hier rastet er dann ein. Dann wird er hier entriegelt, der Fuß geht runter, hier wieder dann arretiert. Das gleiche auf der anderen Seite machen und dann kann ich die Markise ganz rauskurbeln. Bitte darauf achten, wenn viel Wind ist, die Markise wieder einfahren. Ansonsten klappt sowas gerne mal um und dann gibt es einen riesen Schaden. So, wenn man zurückbaut, hier die Zunge wieder runterdrücken, das ganze Ding rüberschieben bis zum Anschlag, den Fuß hochholen. Dieser Fuß sollte nach außen zeigen, ein bisschen reindrücken und schon sitzt das Ganze wieder. Jetzt können wir die Markise wieder einkurbeln. Viertelschlag und dann sollte eigentlich die Stange wieder raufgehen, so wie jetzt. So, dann haben wir hier Gasflaschen. Es sind immer zwei volle Gasflaschen dabei. Eine ist immer angeschlossen. Die Flasche darf während der Fahrt aufbleiben. Wir haben hier einen Regler mit Crash-Sensor. Von daher ist alles sicher und darf dann so betrieben werden. Wenn jetzt die erste Gasflasche leer ist, dann nimmt man hier diesen Schlauch runter und setzt ihn einfach auf die neue Flasche drauf. Hier hinten, komm mal rum, das gelbe Hinweisschild, da kann man die drei Schritte nochmal sehen, die man dann macht. Das heißt, Schlauch draufdrehen, das Flaschenventil aufdrehen,
diesen blauen Knopf drücken. Falls dieser gelbe Knopf rausgekommen sein sollte, muss man den auch wieder reindrücken. Und dann ist die Gasanlage wieder in Betrieb. Hier geht es jetzt weiter mit dem Grauwassertank. Der Grauwassertank, da sind das Waschbecken, die Spüle und die Dusche angeschlossen. Das Wasser, was da durchgeht, geht dann in den Grauwassertank. Der Hebel zum Ablassen vom Grauwassertank ist hier. Das ist einmal ziehen. Dann öffnet man ihn. Jetzt sieht man, da läuft noch so ein bisschen was raus. Und wenn man ihn reindrückt, ist er wieder geschlossen. Also ganz einfach von der Hand haben. So, jetzt machen wir innen weiter. Wir haben hier für die Tür Fliegengitter. Kann man ganz einfach vorziehen und wieder zurück. Sollte immer auf sein, die Fliegengittertür, wenn man die Eingangstür zumacht. Dann haben wir hier das Bedienerpanel, wo alle Funktionen, alle elektrischen Funktionen drüber laufen. Hier unten in der Ecke schaltet man das an. Jetzt habe ich hier die einzelnen Lichtkreise, die ich anmachen kann. Und jetzt befinden sich hier überall im Fahrzeug noch wieder die Schalter, dass man sie einzeln an- und ausmachen kann. Dann haben wir einmal hier ein Symbol, da ist das Wohnmobil drauf. Wenn man da drauf drückt, das ist die Beleuchtung für draußen. Und dann haben wir hier einmal das I. Wenn man da drauf drückt, dann kann ich den Zustand der Batterien sehen, der Aufbaubatterie und der Starterbatterie. Außerdem den Zustand des Frischwassertanks. Das Blinkende dort ist jetzt die Wasserpumpe, die ist jetzt in Betrieb. Und ja, das sind eigentlich so die Funktionen, die man hier drüber steuert. Okay, dann haben wir hier jetzt das Bedienerpanel für die Heizung. Das schläft jetzt gerade. Einmal draufdrücken, es zeigt uns hier jetzt gerade die Uhrzeit. Einmal draufdrücken, schon blinkt das Wohnmobil, das steht für die Raumheizung. Das bestätige ich jetzt und würde hier eine Temperatur einstellen, zum Beispiel 20 Grad. Ich bestätige die Temperatur nochmal, indem ich drauf drücke. Dann habe ich über dem Wohnmobil ein Flammensymbol, was mir sagt, dass dieser Befehl angenommen worden ist. Wenn ich jetzt hier ein klein wenig weiter drehe, jetzt ist die Temperatur nochmal da, wenn ich jetzt etwas weiter drehe, dann blinkt das Symbol für Warmwasser, bestätige ich auch, steht auf Off. Ich würde jetzt auf Hot stellen. Es gibt Eco, Hot und Booster. Empfehlenswert ist dort einfach auf Hot. Befehl wieder bestätigen. Und ich kann jetzt sehen, in der oberen Linie A, die Heizung für den Raum läuft und B, Heißwasserbereitung läuft auch. Das sagt er mir dann hier oben. Beim Ausschalten, umgekehrten Weg, wieder drauf drücken. Zack, jetzt steht hier Hot, Eco off. Jetzt ist Wasser ausgeschaltet. Ich gehe jetzt nochmal auf das Wohnmobil für die Raumtemperatur drauf gedrückt. Steht auf off. Ich bestätige und es ist wieder aus. Ja, dann machen wir als nächstes den Kühlschrank. Ist ja immer wichtig. Soll ja schön warm sein, wenn Sie durch die Gegend fahren. Da muss das Bier, der Wein, was auch immer, kalt gehalten werden. Das ist eine Gefrier-Kühl-Kombination. Hier ist das Bedienerdisplay. Dieser kleine Knopf. Einmal draufdrücken, ein bisschen festhalten. Jetzt ist das alles hier am Leuchten. Der steht jetzt auf Automatik. Das empfiehlt sich auch. So sucht er sich die Energie, die jetzt gerade zur Verfügung steht. Wenn Sie dann auf dem Platz sind und 220 Volt einspeisen, würde er auf 220 Volt gehen. Ansonsten eben auf Gas während der Fahrt würde er auf 12 Volt gehen. Nach einer gewissen Zeit erlischt dieses Display immer. Und dass der Kühlschrank am Arbeiten ist, sieht man hier jetzt an diesem kleinen blauen Lämpchen. Ich kann den wieder aufwecken, das Display aufwecken, indem ich kurz antippe. Jetzt kann ich hier die Kühlung nochmal hochfahren. Je mehr Balken da sind, desto kälter wird es werden.
Genauso kann ich ihm jetzt auch vorrangig sagen, dass er nicht auf Automatik, sondern dass er hier auf 220 Volt, auf Batterie oder eben auf Gas laufen soll. Aber das wird er jetzt natürlich nicht machen, weil ihm weder 12 noch 220 Volt zur Verfügung steht. 12 Volt ist eigentlich nur, wie gesagt, während der Fahrt. Bei dem Kühlschrank ist es nochmal ganz, ganz wichtig, dass Sie dran denken, bevor Sie den beladen, sollte er schon mal runtergekühlt sein. Es wird 6 bis 8 Stunden dauern. Der Hersteller sagt sogar 12 Stunden, aber 6 bis 8 Stunden, dann ist das schon eigentlich beladefertig. Und die beste Kühlung wird erreicht, je voller der Kühlschrank ist. Der steht hier jetzt auf Lüften. Das ändern wir mal. Dann zeigen wir mal ganz kurz das Innenleben. Das ist dann Kühlschrank, wie Sie den von zu Hause kennen. Und hier oben ist das Gefrierfach. Und das ist auch tatsächlich für TK-Ware gedacht. Das gefriert auch richtig. Dann haben wir hier die Kücheneinheit. Hier ist der Herd und dann haben wir hier die Spüle. Spüle, Wasserhahn drehen, hochholen und jetzt kann ich natürlich dann, wenn die Pumpe an ist, das Wasser kommen lassen, eben auch heißes Wasser, wenn ich es dann oben am Panel eingestellt habe. Wichtig hier ist bei der Fahrt, dass vorher sichergestellt ist, dass wirklich die Glasabdeckungen wieder geschlossen sind. Wenn die runterfallen, dann sind sie meistens kaputt. Bei dem Herd ganz einfach diesen Balken aufs Flammensymbol einmal reindrücken. Hier ist der Piezozünder und schon ist die Flamme da. Etwas halten, loslassen und ja, schon kann ich mir den Kaffee, die Suppe oder was auch immer machen. Ja, jetzt haben wir noch ein Fenster. Die Fenster zum Öffnen, das sind diese Hebel. Hier in der Mitte ist ein Punkt. Einmal reindrücken, drehen. Jetzt kann ich das Fenster aufmachen. Diese Fenster haben alle Raster. Die bleiben dann auf bestimmte Stellungen stehen. Wenn ich das Fenster wieder schließen will, muss ich einmal die ganze Geschichte komplett überstrecken. So, und jetzt kann ich es wieder zu. Dann haben natürlich alle Fenster eine Doppelrollos drin. Einmal Fliegengitterschutz und einmal Verdunkungsplissés. Kann man hinstellen, wie man will, je nachdem, wie es dann gerade so sein soll. Das gleiche haben wir hier bei den Dachlugen. Da ist dann auch Verdunklung drin und Fliegengitter. Öffnen der Luken, auch ganz einfach, einmal reingedrückt, jetzt habe ich hier mehrere Einhakenmöglichkeiten oder eben ganz auf. Die Luken sollten während der Fahrt immer geschlossen und verriegelt sein. Ansonsten kann sowas schon mal wegfliegen. So, dann haben wir hier den Toilettenraum. Da ist das stille Örtchen. Zum Benutzen Deckel auf, Schiebe aufmachen, Geschäft verrichten, dann hier spülen, anschließend Schieber wieder zu, sonst fängt es mal irgendwann an, nicht so schön zu riechen. Für die Benutzung der Toilette geben wir immer Tabs mit. Das heißt, ein so ein Tabs würde man jetzt in die Toilette geben. Dann würde man die Klospülung drücken, solange das ungefähr ein Glas Wasser nachgelaufen ist. Dann ist die Toilette benutzungsfertig. Wenn man dann die Kassette entleert hat, muss man genau diesen Vorgang wiederholen. Zum Schieber nochmal eben ganz kurz. Hier ist er. Das ist die Geschichte, die ich draußen angesprochen habe. Wenn sich die Kassette draußen von der Toilette nicht rausnehmen lässt, dann ist mit Sicherheit dieser Schieber nicht ganz zu. Nur wenn der richtig geschlossen ist, lässt sich die Kassette entnehmen.
Außerdem kann man natürlich, je nachdem wie man es braucht, den den Toilettensitz hier drehen. Und das war es eigentlich schon mit der Toilette. Hinten die Einzelbetten kann man zusammenziehen, habe dann eine große Liegefläche. Hier ist ein Gerätschenlattenrost drin. Das würde man jetzt rausziehen, hier auflegen und mit den Zusatzpolstern würde man diese Fläche dann letztendlich auspolstern und so habe ich dann eine Liegefläche, die 2 Meter lang und 2,20 Meter breit ist. Dann haben wir als nächstes den Alkoven. So, wenn man den braucht, zieht man ihn runter. Zack. Dann habe ich hier eine Leiter für den Einstieg. Die wird hier jetzt eingehangen. Und jetzt kann ich hier bequem hochgehen. Übrigens, diese kleine Leiter, die hier noch liegt, ist dann für hinten das große Bett, wenn man die große Liegefläche gebaut hat, als Einstiegshilfe. Im Alkoven haben wir nochmal ein Sicherungsnetz, falls Kinder hier schlafen sollten, damit sie dann nicht rausfallen. Während der Fahrt ist es natürlich angenehmer, wenn das Bett hochgeklappt ist, weil man dann einfach hier leichter nach hinten durchsteigen kann. So, dann zeige ich nochmal eben, wie sich die Sitze drehen lassen. Ganz einfach. Hier vorne ist der Bügel, um den Sitz nach vorne zu holen. Da greift man zwischen die Beine, zieht den an und holt ihn dann nach vorne. Dann habe ich hier einen Hebel mit einem roten Plastik dran. Das Teil ziehe ich nur ein bisschen nach hinten, kann jetzt den Sitz drehen. Und jetzt kann ich den Sitz auch wieder bei Bedarf nach hinten machen. Das kann ich mit dem Fahrer- und mit dem Beifahrersitz machen. Und habe dann hier natürlich auch die Möglichkeit, den Tisch hier entsprechend zu stellen, indem ich die Sicherungen rausnehme. Das sind hier unterm Tisch 3 kleine Hebel. Jetzt kann ich den hin und her fahren, so wie ich ihn brauche. Ich kann ihn sogar drehen. Also so sollte jeder eigentlich seine Sitzposition hier am Tisch gut finden. Während der Fahrt sollte es natürlich gesichert sein. Das heißt, dass man hier die Sicherung eben wieder reinmacht, damit der Tisch während der Fahrt nicht hin und her schlägt. Ja, das wäre es eigentlich schon. Sie kriegen von uns ein Fahrzeug innen außen sauber. So sollte er wieder zurückkommen. Der Fäkalientank und Abwassertank sollte leer sein. Der Kraftstofftank, wir liefern die Fahrzeuge aus mit einem Tank, der über Reserve ist. Der Reservetank blinkt nicht. Wenn Sie ihn wiederbringen, dann liegt in Ihrem Geschick, wie viel da noch drin ist. Für uns ist immer wichtig, dass Reserve nicht am Blinken ist. Ansonsten bleibt mir nur noch über Ihnen eine schöne Reise zu wünschen, tolle Tage zu haben. Ja, bis denn dann. Tschüss!